ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In diesem Video lernen wir die Ayah إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Am Anfang des Wortes إيلافهم haben wir eine Kasra unter der Hamza. Dann kommt etwas, was wie ein kleiner Zeichen aussieht, also zu eurer Rechten zeigt. Das ist in Wirklichkeit ein Ja. Das heißt, wir ziehen die Kasra der Hamza lang und sagen I, I. Dann kommt ein Lam mit Fatha, gefolgt von einem Elif. Das heißt, die Fatha wird ebenfalls langgezogen und wir sagen La, La und lesen den Anfang des Wortes Ila, Ila. Wichtig. Und nicht Ila, Ila, sondern Ila, Ila. Dann kommt ein Fa mit einer Kasra und ein Ha mit einer Kasra. Und hier müssen wir die Kasra vollständig aussprechen. Fihi, Fihi. Und schließen dann mit dem Mim ab, indem wir unsere Lippen schließen. Fihim, Ila, Fihim, Ila, Fihim. Das Wort Rihlata hat am Anfang ein Ra mit Kasra. Das heißt, wir sprechen das hell aus. Ri, Ri. Dann kommt ein Ha mit Sukun. Das heißt, wir haben einen Ton und Luftfluss. Rih, Rih. Dann haben wir ein Lam mit Fatha und ein gebundenes Ta, also eine Ta marbuta mit Fatha. Lata, Rihlata, Rihlata. Von diesem gebundenen Ta begeben wir uns direkt in das Shin, welches eine Shadda und Kasra hat. Das heißt, wir haben darauf zu achten, dass der Ton des Shines sich im gesamten Mund verbreitet. Tashi, Tashi. Dann kommt ein Ta mit Fatha, gefolgt von einem Alif und einer Hamza. Daher ziehen wir diese Fatha viermal in die Länge. Und wir sagen Ta-i, Ta-i, Rihlata shita'i, Rihlata shita'i. Beim Wort Was-Saif begeben wir uns vom Wau direkt in das Sad, welches eine Shadda und Fatha hat. Das heißt, wir runden unsere Lippen für das Wau, ziehen diese für das Sa zurück und öffnen unseren Mund für die Fatha. Wassa, wassa. Wichtig, das Saad hat keine Dhamma. Das heißt, wir runden unsere Lippen für das Saad nicht und sagen wassa, wassa, sondern wassa. Ein anderer wichtiger Punkt, das Wau ist hell und das Saad ist dunkel. Wir sagen wassa, wassa und nicht wa, wa, wassa, sondern wassa. Dann kommt ein Ja mit Sukun, sai, sai und wir schließen mit einem Fa mit Sukun ab. Das geschieht, indem die Spitze der oberen Schneidezähne die Innenseite der Unterlippe berührt. Wir sagen saif. Wassaif, wassaif. Und zum Abschluss noch einmal die gesamte Aya. Ilafihim rihlata shita'i wassaif.